Römer 8,37 steht, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Warum bist du mehr als ein Überwinder? Jesus hat im Garten Gethsemane die größte Angst überwunden, die es gibt. Er wusste, was auf ihn zukommt. Die Qualen am Körper, bei der Hauspeitschung und am Kreuz waren nicht alles. Er wusste, dass er durch die Hölle gehen wird. Er wusste, dass er komplett vom Leben abgeschnitten wird, dass er getrennt wird von seiner tiefsten Beziehung mit seinem Vater. Das hat ihm solche Angst bereitet, dass er Blut geschwitzt hat. Und er hat diese Angst überwunden. Er hat sie überwunden, indem er seinem Vater komplett vertraut hat. Der ganze Weg ist er für uns gegangen. Er hat die Angst für uns überwunden. Ja, er hat sie für dich überwunden, damit du deine Ängste nicht mehr überwinden musst. Deshalb sagt Jesus, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber ich habe die Welt überwunden. Er hat das alles für dich überwunden. Deshalb sagt er zu dir, du bist mehr als ein Überwinder. Ich erlebte das, als ich das erste Mal auf die Straße ging, um die gute Nachricht zu verkündigen. Zuerst dachte ich sterbe. Denn dann habe ich auf Jesus geschaut und mir gesagt, er hat für mich überwunden. Und dann mein Mund aufgetan, geredet, dann wurde eine Person sehr berührt. Und ich erkannte, dass diese Menschenfurcht nur eine Lüge war. Es ist gar nichts dahinter. Es ist wie bei einer Seifenblase, wo man reinsticht und es platzt und da ist keine Substanz dahinter. Es ist nur ein Bluff von Satan. Falls du Ängste hast, vertraue auf Jesus, so wie er auf seinen Vater vertraut hat. Und du wirst deine Ängste überwinden. Du wirst kinderleicht durch die Herausforderungen hindurchgehen. Du wirst merken, dass es nicht einmal Kraft braucht, weil Jesus diese Ängste bereits für dich überwunden hat. Darum bist du mehr als ein Überwinder.